Hey Leute, heute ist ein mega cooler Tag und zwar gehen ich und Smarty auf Reise und ja, also ich treffe mich mit einer YouTuberin und zwar Jenny von Blindly Follow Horses. Ja, sie hat auch ein kleines Chatty und zwar Paul und ich finde es mega, mega cool, wie sie einfach den Paul gymnastiziert und ja, ich will das einfach auch mit der Smarty machen und ich habe ja Jenny öfters schon mal auf Messen und so getroffen und dann haben wir gefragt, ob ich mich mal mit ihr treffen kann. Und ja, sie hat netterweise ja gesagt und heute ist es soweit. Viele kennen wahrscheinlich von euch Jenny und falls jemand die noch nicht kennt, kann ich euch ja mal sie in der Infobox verlinken. Schaut unbedingt mal vorbei, die macht echt coole Videos. Aber ja, jetzt haben wir erstmal zu Smarty. So, ich gehe jetzt mit Smarty in den Anhänger. Ich die kleine, schön Blümchenhalfter. Julia macht mir netterweise noch gerade auf. Drunter her. Hier, eine Möhre. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. Wir sind jetzt bei Jenny angekommen. Hallo! Und wir werden jetzt ein bisschen mit Smarty arbeiten und ich bin gespannt, wie Smarty das so macht. Bestimmt gut. Ja, hoffentlich. Bestimmt gut. Sie ist auf jeden Fall schon ziemlich gut hier angekommen. Ja. Ne Maus? Ah, Kenny Bells. Kenny Bells. Ja. Ich habe gerade gesehen, liebe Marina, dass du den Knoten falsch machst. Okay. Aber das ist nicht so schlimm, weil das machen, glaube ich, 90% aller Pferdemenschen, die das Knotenhalfter benutzen. Und zwar, wie man jetzt vielleicht sehen kann, Marina hatte das jetzt hier oben rum. Ne? Also sie hatte das jetzt so zugemacht, dass der Knoten also um das Genickstück ist. Das machen wir aber anders. Und zwar machen wir den Knoten immer um diese Schlaufe. So. Okay. Das hat folgenden Grund. Wenn sie jetzt doch mal irgendwie ziehen sollte oder sich erschrecken sollte, dann kann sich dieser Knoten hier oben am Genickstück festziehen. Okay. Und dann kriegst du das Knotenhalfter nie wieder auf. Deswegen immer hier unten. Und wenn das dann so lang ist, kann man das auch ruhig locker noch ein zweites Mal. Dann okay. Stört sie das nicht. Okay, dann nimm sie einfach mal so, als würdest du sie longieren. Pass auf. Sie macht aber alles richtig. Ich erkläre dir auch mal, wo du einmal die Vorhand, die Hinterhand und die, ich sag jetzt einfach mal Mittelhand, also ja. Den Bauch. Ja. So. Und wenn du jetzt natürlich hinten hingehst und sie hier wegschickst, dann redest du ja quasi mit ihr und sagst, nimm die Hinterhand weg. Ja. Ja, dann wird es natürlich schwierig mit dem Longieren. Ne? Wenn ich meinen Pony auf dem Zirkel haben möchte, muss ich die Vorhand rausschicken, weil die soll ja auf dem Zirkel laufen. Und in dem Moment, wo sie läuft, bin ich halt komplett passiv. Okay. Ich erkläre ihr also damit, okay, wenn ich vor dir stehe, mich groß mache und sage, geh auf den Zirkel und die Vorhand anspreche, soll sie die Vorhand wegnehmen. So, jetzt ist wichtig, Marina, dass du da vorne stehen bleibst und dich jetzt nicht vom Fleck bewegst. Denn sobald du anfängst, nach hinten zu gehen, geht das Spiel wieder los. Ja. Ja? Thank you.
Ganzen ist eigentlich, dass die Kleine jetzt lernt, wenn ich eine entspannte Kopfhaltung einnehme, darf ich durchparieren. Ja. Natürlich wird sie irgendwann auch in dieser entspannten Kopfhaltung laufen. Ja. Aber am Anfang muss ich ja mit ganz kleinen Schritten anfangen und ihr sagen, wenn du den Kopf streckst, dann ist das genau das, was ich möchte und du hast eine Pause. Und irgendwann ist es so, okay, ich strecke den Kopf, ein, zwei Schritte, dann hast du jetzt eine Pause. Ja. Und irgendwann werden aus den zwei Schritten dann eine halbe Runde, eine ganze Runde, drei Runden, verstehst du? Ja. So, wir warten jetzt nochmal einen Moment ab, ob sie anfängt zu kauen, weil grundsätzlich, wenn Pferde kauen, nachdem sie was Neues gemacht haben, heißt es eigentlich immer, dass sie anfangen nachzudenken und es zu verstehen. Ja, das hast du jetzt verpasst. Sie ist rausgegangen und hat sofort den Kopf runtergenommen. Jetzt, hol sie rein. Rede mit ihr, geh mal ruhig ein Stück zurück. Ja, 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 gut. Und Pause geben. Until your faith is shaken, there's a whole lot of good on your mind and on my mind. And I know that right now I'd like to play the part to rebuild you one more time. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope in the wake of yesterday. So hold on to me. Hold on to me. So, wir und Smarty machen jetzt ganz, eine ganz Pause und wir haben hier Süßigkeiten, Kinder-Country und natürlich was zu trinken. Es ist schon leicht weich. Leicht weich. Ja, das ist Marty Belau. Was riecht denn hier so süß? Total witzig. Ja. Ich finde, Smarty hat das schon mega gut gemacht. Voll gut gemacht. Ja. Super gut. Oder hat das die Marina gut gemacht? Beide. Wo wir Pause gemacht haben, hat Smarty sich gewälzt und wir machen jetzt weiter mit Seitengänge und ich bin mal gespannt, was sie so macht. Sehr schön. So, Marty, auf geht's. Hm? Ja. Gibst du mir einmal? Ja. Voll hübsch, passt das sogar. Ja. Wir hatten ja gerade, Marina, hatten wir darüber gesprochen, dass wir verschiedene Bereiche haben, ne? Ja. Vorhand, Mittelhand, Hinterhand. Ja. Und die können wir natürlich auch vom Boden unterschiedlich bewegen und verschieben. Wenn du jetzt mal ans Reiten denkst und du würdest seitwärts gehen wollen, wo würdest du da treiben? Mittel. Genau. Wichtig ist, dass du immer langsam anfängst. Ja. Ne? Super, prima. Na, ein Schritt reicht am Anfang völlig. Okay. More to life than this, reaching for the stars.